Namaste, hallo. Ich bin Anja vom Flohmove, das Studio für Bewegung in Schwentinenthal. Schwentinenthal liegt in der Nähe von Kiel und ich würde euch heute gerne meine 200 Stunden Yogalehrerausbildung ein wenig vorstellen. Meine 200 Stunden Yogalehrerausbildung ist von der Yoga Alliance als Yogalehrerausbildung anerkannt und sie bietet euch eine gute Basis einmal für die Möglichkeit, euren eigenen Yoga-Weg zu vertiefen, bewusster zu beschreiten und auf eurem eigenen Yoga-Weg ein Stückchen weiter vorwärts zu gehen, tiefer in Themen einzutauchen, für die in einer normalen Yogastunde gar keine Zeit ist. Das heißt, die Themen der spannenden und interessanten Yoga-Philosophie, der Anatomie, natürlich auch der Asana-Praxis und auch Pranayama und Meditation. Gleichzeitig bekommt ihr eine gute grundlegende Ausbildung, wenn ihr wirklich als Yoga-Lehrer eigene Yogastunden anbieten möchtet und als Yoga-Lehrer arbeiten möchtet. Diese 200 Stunden habe ich ganz bewusst über ein ganzes Jahr gelegt, sodass wir ein ganzes Jahr gemeinsam auf unserem Yoga-Weg voranschreiten können. Die 200 Stunden sind tatsächlich 200 mal 60 Minuten Vollzeitstunden, die in der Präsenz komplett hier live im Studio auch durchgeführt werden. Das heißt, ihr habt echte 200 Stunden Unterricht, Ausbildung hier vor Ort mit mir zusammen. Zusätzlich müsst ihr ungefähr zwischen 150 und 200 Stunden über das Jahr verteilte Zeit einplanen, bei der ihr einmal selbst praktiziert, Unterricht nehmt, Hausarbeiten erledigt, Bücher liest, das Ausbildungsskript durcharbeitet, sodass ihr anschließend innerhalb von 12 Monaten ungefähr 300 Stunden bis 350 Stunden tatsächlich euch dann mit Yoga beschäftigt habt. Und anhand dieser Stundenzahlen merkt ihr schon, dass es wirklich sinnvoll ist, das auch über ein Jahr zu strecken. Denn es sind zum Teil sehr viele Informationen, wir haben viele Themen, wir haben zum Teil sehr tiefgreifende Themen und die brauchen auch eine gewisse Zeit, damit wir sie verarbeiten können. Deswegen habe ich mich eben auch dafür entschieden, wirklich eine Ausbildung über 12 Monate, über ein ganzes Jahr anzubieten. Ich bin dafür da, euch die verschiedenen Yoga-Themen, Yoga-Welten zu zeigen, euch die Türen in diese Welten zu öffnen, euch einen Ausblick darüber zu geben, was sich hinter diesen Türen verbergt. Und ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr durch diese Türen durchgehen möchtet oder ob ihr sagt, mir reicht zuerst mal dieser eine Einblick und ich gehe lieber durch eine andere der vielen Yoga-Türen, die wir im Laufe dieser Ausbildung öffnen werden. Deswegen habe ich auch die Grundlage meiner Ausbildung im Bereich des Hatha-Yoga gewählt. Denn mit dieser Ausbildung bekommt ihr wirklich eine Basis, in der ihr, wenn ihr mögt, wenn ihr euch anschließend noch weiter fortbilden möchtet, euch weiter mit Yoga beschäftigen möchtet, was ich nur empfehlen kann, weil es wird immer spannender, je tiefer man in diese Welt eintaucht. Durch diese Basis des Hatha-Yoga seid ihr in der Lage, eben auch anschließend in ganz viele verschiedene andere Richtungen weiterzugehen, wenn euch da etwas interessieren sollte. Die Ausbildungsthemen sind so die klassischen Ausbildungsthemen, die man wahrscheinlich in jeder Yogalehrerausbildung findet bzw. finden sollte. Und zwar haben wir da einmal so das Feld der Asana-Praxis. Jetzt sehe ich gerade, dass das natürlich für euch in Spiegelschrift ist, aber das ist so der erste Titel unserer Ausbildungsskripte. Und einmal geht es natürlich darum, dass wir besprechen, wie wird überhaupt eine Asana anatomisch sinnvoll ausgeführt? Wie kann ich auch ein und dieselbe Asana an unterschiedliche
Teilnehmer dann weitergeben, weil jeder Mensch ist anders, die menschliche Anatomie ist bei jedem ein bisschen anders. Und da werden wir uns also anschauen, was gibt es für Modifikationen, für Variationen, was muss ich berücksichtigen, wenn mein späterer Teilnehmer, den ich unterrichten will, da irgendwelche Vorerkrankungen, Vorschädigungen hat, was gibt es da also zu beachten. Gleichzeitig gehen wir auch durch, warum macht es überhaupt Sinn, diese Asana dann zu tun, was bringt die für positive Möglichkeiten für uns selbst und auch für unsere Teilnehmer mit sich. Ihr findet im Skript zu jeder Asana, die wir durchgehen, und es sind relativ viele, die wir uns sehr genau anschauen werden, es sind um die 60 Asanas, die wir ziemlich auseinandernehmen werden auch, findet ihr dann im Skript immer jeweils auch Bilder mit verschiedenen Möglichkeiten, mal eine leichtere Variante, mal dann die fortgeschrittene Variante. Ihr bekommt dazu dann die Auflistung auch, was tauchen häufig für Fehler auf, was muss man berücksichtigen. Und ihr habt auf jeder Seite auch immer noch ein Feld, ich weiß gar nicht, ob man es hier so gut sehen kann, wo ihr für euch selbst dann Notizen machen könnt. Was fällt euch selbst auf beim Praktizieren dieser Asana? Was müsst ihr vielleicht bei euch selbst beachten? Das nächste praktische Feld wären dann Pranayama und Meditation. Auch da gibt es ein umfangreiches Skript zu. Wir werden uns anschauen, sowohl bei Pranayama als auch in der Meditation, wozu ist es überhaupt sinnvoll, das zu tun? Was habe ich für mich davon? Was kann ich auch dann an meine Teilnehmer weitergeben? Wir werden uns verschiedene Atemtechniken und auch Meditationstechniken natürlich zusammen anschauen. Ein Feld, was in einer normalen Yogastunde eigentlich fast immer zu kurz kommt, bei mir selbst auch, wenn ich unterrichte, weil einfach viel zu wenig Zeit in einer 75 Minuten, manchmal nur 60, manchmal 90 Minuten Stunde ist, das ist die tolle Yoga-Philosophie, in die wir auch sehr bewusst schon mal hineinschauen werden. Wir werden feststellen, wie genial eigentlich diese Yoga-Philosophie ist, und wie aktuell sie auch heute in unserer Zeit ist, obwohl die alten Yoga-Schriften ja zum Teil schon sehr, sehr alt sind. Also ein Feld, wo ich immer wieder die Erfahrung mache mit meinen Teilnehmern, wenn man da erstmal anfängt reinzugucken, dann wird es richtig spannend und interessant. Genauso spannend und interessant natürlich auch das große und wichtige Feld, vor allem auch für Yoga-Lehrer, ist die Yoga-Anatomie. Nicht nur für die Menschen, die als Yoga-Lehrer arbeiten wollen, die selber vielleicht mal unterrichten wollen, ist ein anatomisches Grundwissen wirklich sehr sinnvoll, sehr hilfreich und wichtig dann natürlich auch, sondern auch für alle Teilnehmer, die sagen, ich möchte tief in Yoga eintauchen, aber ich möchte eigentlich gar kein Yoga unterrichten, ich möchte das nur für mich machen. Und auch für diejenigen ist dann das Wissen, was sie in den Anatomiestunden und auch in der praktischen Umsetzung bei mir dann in der Ausbildung erfahren, sehr, sehr hilfreich für die eigene Praxis und für die eigene Weiterentwicklung. Was natürlich dann wichtig ist, auch fürs Unterrichten, ist die Yoga-Methodik, also eigentlich dann so die Methodik des Unterrichtens, wie unterrichte ich, was muss ich berücksichtigen, wie baue ich Stunden auf, wie sequenziere ich auch Stunden. Das heißt, auch das wieder wichtig für Teilnehmer, die sagen, ich möchte diese Ausbildung nur für mich machen. Aber alle sind anschließend in der Lage, auch eine eigene Yoga-Praxis, eine eigene Yogastunde nur für sich selbst sinnvoll aufzubauen. Und deswegen ist eben diese Ausbildung sowohl für alle Menschen interessant, die Yoga unterrichten möchten, aber genauso auch für die, die sagen, ich möchte wirklich mal ein Jahr sehr tief, sehr bewusst, sehr intensiv eintauchen in diese spannende Yoga-Welt. Nun gibt es Yoga-Lehrer-Ausbildung ohne Ende inzwischen. Was
ich zu meiner Ausbildung sagen kann, ist, was sie vielleicht so ein bisschen seltener macht, was vielleicht nicht so häufig vorkommt. Ich nehme maximal nur 8 Teilnehmer, obwohl mein Studio groß genug wäre für 20 und mehr Teilnehmer. Aber mir ist wichtig, dass ich wirklich für jeden meiner Ausbildungsteilnehmer persönlich und individuell diese Ausbildung gestalten kann und auch Ansprechpartnerin sein kann für dieses ganze Yoga-Ausbildungsjahr und auch gerne im Anschluss, wenn da irgendwie ein Ansprechpartner mal fehlt in Bezug auf Yoga, auf Erfahrungen, die man gemacht hat, auf Fragen, die vielleicht auch nach der Ausbildung auftauchen, stehe ich da also meinen dann ehemaligen auszubildenden Yoga-Lehrern immer gerne zur Verfügung. Und genauso wichtig ist mir auch, dass das Ganze als Präsenzveranstaltung wirklich durchgeführt wird. Online höchstens jetzt im zurückliegenden Corona-Jahr war das für uns 2-3 Mal eine Ergänzung, wo wir uns dann so an 2-3 Tagen getroffen haben, als wir gar nicht ins Studio konnten. Aber auch da haben wir Termine dann umgelegt, sodass wirklich die 200 Stunden vor Ort stattfinden konnten. Und durch Corona gab es dann eben noch 2-3 zusätzliche Termine gratis obendrauf, dass man da einfach den Kontakt halten konnte für die Zeit, wo wir uns nicht persönlich treffen konnten. Aber das ist auch die Rückmeldung, die ich von meinen Teilnehmern immer wieder bekomme, dass gerade in einer Basis-Yoga-Lehrer-Ausbildung, das ist diese 200-Stunden-Ausbildung, sie legt wirklich den Grundstein, ich sage gerne so, das ist so die Grundschule des Yogas. Da ist es einfach wichtig, dass das vor Ort stattfinden kann. Ich muss als angehender Yoga-Lehrer die Erfahrung gemacht haben, wie ist es, wenn ich, um Korrekturen, Unterstützung zu bekommen, wie fühlt sich das an, wenn mich jemand anfasst? Und ich muss einfach vor Ort auch die Erfahrung machen, wie fasse ich andere Menschen an, um sie zu unterstützen, um ihnen zu helfen. Und ja, die Erfahrung von mir und auch von meinen Teilnehmern ist einfach, dass diese 200 Stunden Ausbildung ganz wertvoll sind, wenn sie wirklich in der Präsenz sind. Wie läuft so ein Ausbildungstag bei mir ab? Meistens starten wir um 9 Uhr. Wir treffen uns dann so eine Viertelstunde vorher, dass man in Ruhe ankommen kann und dass wir dann wirklich pünktlich um 9 anfangen können. Und die meisten Tage enden dann so, ich sag mal, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Dazwischen gibt es eine Stunde Mittagspause. Die Termine sind in der Regel so, dass das Wochenendtermine sind, dass vielleicht auch ein Feiertag dann mal mitgenommen wird, dass man also kaum Urlaub irgendwie benutzen muss, wenn man, ich sag mal so, einen normalen, üblichen Beruf hat. Selbstverständlich gibt es Berufe, bei denen ist Arbeiten am Wochenende auch die Regel. Und da müsste dann natürlich geschaut werden, wie das umsetzbar ist. Aber meine Termine finden eben in der Regel am Wochenende oder an Feiertagen statt. Jetzt überlege ich, was ich ansonsten noch erzählen kann, denn ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr ausschweifen. Ich kann euch vielleicht noch mal so das Ausbildungsskript zeigen, was aktuell um die 300 Seiten, ein bisschen mehr als 300 Seiten hat, plus die Seiten, die ich euch gerade eben noch gezeigt habe. Jeder bekommt so ein Skript, kann das benutzen, natürlich, um die Ausbildung auch zu verfolgen, um sich Notizen zu machen, um auch zu Hause sich eben mit den Themen zu beschäftigen. Was müssen meine Teilnehmer können, damit sie bei mir die Ausbildung mitmachen können? Also eigentlich muss man gar nichts können. Das, was wirklich entscheidend ist, ist, dass man einfach Lust hat, sich ein Jahr lang doch ziemlich intensiv mit den Themen zu beschäftigen.
dass man sich die Zeit auch nimmt, denn es macht Sinn, nach Möglichkeit, wenn ich irgendwas ganz Ungünstiges eintritt, was immer mal passieren kann, an allen Ausbildungsterminen auch teilzunehmen. Wobei, wenn es mal irgendwie gar nicht gehen sollte, gibt es auch dafür Möglichkeiten, dann den Termin in der Folgeausbildung, in dem Folgejahrgang sozusagen, das dann nachzuholen. Bis jetzt haben wir für alles immer Lösungen gefunden. Ja, einfach offen sein. Auch offen dafür, dass man vielleicht mal in Bereiche eintaucht, auf die man augenscheinlich am Anfang nicht so Lust hat oder von dem man im Moment noch so ein bisschen weiter entfernt ist. Lust auch zu haben, vom ersten Tag an Unterrichtserfahrung zu sammeln. Das heißt, schon am ersten Ausbildungstag beginnen wir, Kleinigkeiten anzuleiten, sodass dann auch alle innerhalb dieses Jahres, beziehungsweise dann am Ende des Jahres wirklich nicht Ausbildungserfahrung, sondern Unterrichtserfahrung, wollte ich sagen, gesammelt haben. Dass wirklich, wenn die Ausbildung zu Ende ist, ist jeder meiner Teilnehmer in der Lage, wirklich schon Unterricht zu geben, weil wir dieses Unterrichten auch immer wieder während dieser Ausbildungszeiten üben. Ich habe einen kleinen Helfer, ich habe eigentlich mehrere kleine Helfer in meiner Ausbildung. Der eine steht hinter mir, das ist Hugo, der wird uns in den Anatomiestunden sehr häufig begegnen und uns sich zur Verfügung stellen, damit wir die Anatomie da gut auseinandernehmen können. Zusätzlich gibt es noch ein paar, gerade im Anatomiebereich, andere handfeste Assistenten, an denen wir uns diese tolle Anatomie anschauen können. Viel mehr wüsste ich jetzt im Moment gar nicht so zu sagen, beziehungsweise ich möchte das Video auch nicht zu lang werden lassen heute, denn um wirklich die ganze Ausbildung zu beschreiben, da bräuchte man wahrscheinlich eine Stunde und länger. Also falls ihr Interesse habt, zumindest euch schon mal genauer zu informieren über meine 200 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, mit mir in Verbindung setzen oder auf meine Webseite www.yogalehrer-ausbildung-kiel.de schon mal schauen, wann die nächsten Termine stattfinden und was das Ganze kostet, weil je nach Anmeldezeitraum gibt es da auch Frühbucherpreise. Falls ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne und vielleicht sehen wir uns ja bei mir in der Ausbildung. Tschüss, Namaste.